wie man damit mit zwei Leuten fahren kann. Du tappst raus und tappst wieder rein und dann leckt's. Du tappst raus und dann tappst du wieder rein und dann bist du auf der Mühle drin. Alter, der Polizist ist richtig krass, der ist aber ins Wasser gefahren. So, moin Leute, ich willkommen auf meinen Runde vom deutschen Kanal. Heute kommen wir mal zu einer weiteren GTA Online-Folge. Und zwar ist Luke wieder mit dabei. Luke spielt wieder sein typisches, komisches Asthma. Nee, was war das? Was? Keine Ahnung. Da ist Luke, wir spielen einfach eine wilde Runde. Wir sind zu zweit. Eine wilde Runde, Junge. Was genau tust du da, Ralf? Weiß ich nicht, ich guck dir zu. Weiß ich nicht. Folge dich. Warum bist du erst Level 139? Da war ich vor 2 Jahren. Was war ich vor 2 Jahren? Ja, weil ich nicht so oft spiele. Achso. Ralf? Mach doch gar nichts. Ralf? Kann ich da hoch? Nee, ne? Uff, Alter, uff. Ein richtiger Geländewagen hier. Ah, da ist es schon. Platz da, Jungs. Ja, ich bin ja. Mann, ich muss meine mobile Kommandozentrale umparken. Ich bin einfach der Mähdrescher. Ja, ich mach dich weg. Schau mal, wie viel Dampf die hat. Das ist so süß. Einfach alles mal wegrollen. Kannst du eigentlich oben auf den landen? Warte, ich versuch's gerade. Warte, ich muss hier kurz ein bisschen Platz machen. So, jetzt landet man da oben drauf. Nein! Bist du weiter hoch? Nein, warte, warte, bleib stehen. So, jetzt einmal frei und weg, sind wir. Los, abhauen. Ist das scheiße? Nein! Ah! Wo willst du denn hin, Alter? Ich brauche einen Platz, wo ich mein Dings, mein Fahrzeug tunen kann. Jetzt muss ich mir den ganzen Weg zurückkriegen. Alter! Ralf? Scheiße. Ich habe nichts mehr gesehen, da waren zu viele Bäume. Mein Charakter kann nicht mehr sprinten. Wieso nicht? Weiß ich's nicht. Warum laufen hier so viele Leute weg? Warum buggt meiner? Entschuldigung, Pro. Hä? Meiner sprintet einfach nicht mehr. Nein. Hä? Mein Gott, ey, GTA. Das ist Anschubse von hinten. Nee. Wo willst du überhaupt hin? Den Bug hatte ich aber schon mal zu meinem Buggy. Na, wo willst du überhaupt hin? Los geht's, Alter. Ab geht die wilde Fahrt. Ey, warte. Ich will mitkommen. Ich bin ein paar Donut. Alter, ne? Action! Ja, absolute Action! Einfach ist die Luft ja richtig cool. Hab ich auch nie davor in GTA gesehen. Komm, ich nehm dich mit. Weil du mein Pro bist. Ja, willst du nicht mit? Bist du mein Pro? Oh, dann lass die Schnecke in Ruhe. Okay. Aber komm, oh, ich will die Feuerwehr haben. Alter, die Feuerwehr ist mir reingegangen. Wo ist die Feuerwehr? Die. Das war die Feuerwehr. Ich wollte die Feuerwehr haben. Mann. Ich könnte Feuerwehr. Why are you killing Putin? Stimmt, ich wollte mich mal umbenennen in dem Spiel. Alter. Oh Alter. Shit, das weiß ich gar nicht. Ich werde einfach weggeknockt. Ja, die wollen mich alle überfahren. Du kannst dieses Fahrzeug hier nicht modifizieren. Ja, wo denn dann? You need something, huh? When you ride? Mann, Ralf. Tut mir leid. Bitte nicht, hol mir grad ein. Oh fuck, ich bin selber runtergefallen. Warum ist denn die Polizei? Bessere Frage, wo ist die Tuning-Station? Ja, ich hab Polizei, Alter.
Lass mich in Ruhe. Ja, mach ich. Ich will Polizeiauto fahren. Ah! Oh fuck! Ich hier so. Hallo, ich hätte dich doch nicht in Ruhe lassen. Ja, aber du hast mich 2-2 stets jetzt. Wie da so in der Ecke lag. So voll tief entspannt. Oh, schön Güter. Wollen wir den zerstören? Ja, ich will jetzt eigentlich mein Auto tunen. Ja, dann tune dein Auto. Ich zerstöre den. Fuck, ich springe schwarze Leute um. So. Ich find's aber witzig, dass das Ding so eine geile Beschleunigung hat. Kleine Möhre, da. Kennst du das Video auch? Was? Was hast du gerade gesagt? Was? Was hast du gerade gesagt? Ey, was hast du gerade gesagt? Kleine Möhre. Das Ding ist, ey. Ich weiß nicht, ich glaube, das solltest du vielleicht rausschneiden. Das war mir ja gestern so ein Kumpel, ne? Also, das war mir unfreiwillig. Ich wollte das eigentlich nicht. Hab jetzt so ein Video gesteckt, bist du mit so einem alten Sack, der so ein Staubsauger fickt. Was, wer? Fickt Staubsauger? Ja, die haben jetzt so ein Video bekommen, da ist so ein Typ, der fickt so einen Staubsauger, ne? Und hängt ja auch da so da, oh, so geile Möhre. Ja, die sind im Taub. Alter, das ist so wie viele schon wieder hier in der Lobby sind. Ja, ist doch gewiss, witzig. Ja, ja, Staubsauger. Ey, das Video war so ekelhaft, ich hab so einen Kotzreiz bekommen, ne? Okay. Willst du mal haben? Ja, ich hab's gelöscht. Ja, ich hab's gelöscht. Wieso? Weil ich das nicht haben will, weil das einfach komplett ekelhaft ist. Also, hier fliegt jemand mit einer Oppressor hinterher, ich hab Angst. Ah, oh, nee, schon wieder dieses dumme Oppressor-Gamer. Ja, was ist Gamer? Ich bring dich um. Ich bring doch auch niemand um. Nee, ich kann nicht das Auto hier tunen. Mein Auto raucht richtig. Erstmal maximale Panzerung, erstmal geile Bremsen, Junge, erstmal fetten Rotor. Sprengstoff, nee, Hupe, nee, Lichter, Scheinwerfer, warum hat das keine Untergrundbeleuchtung? Was für eine Farbe soll das Auto bekommen? Keine Ahnung, schwul. Schwul? Ich glaube, es ist aber keine Farbe. Alter, der Hupe ist unterdrückt. Welche Farbe ist denn schwul? Alter, keine Ahnung, was sieht denn aus? Fick den Finger jetzt. Ich fick den Finger. Jetzt bring den mal bitte um. Wen denn? Den da. Diplo 1, der da ist, steht. Bring den mal um, weil ich visier dich die ganze Zeit an. Sehr schön. Wenn ich jetzt Rechtsklick drücke, bist du tot. Mach ich aber nicht, weil du mein Kumpel bist. Echt? Okay, ich bin schon. Ah, doch. Wir sind beste Freunde für alle Zeit. Danke. Hier. Alter, das Auto geht richtig ab. Ich finde den Wagen mega geil. Ach, X-Force. Ah. Er wollte mich wieder umbringen, aber er hat es nicht geschafft. Die müssen wir später auch mal so einen Unterhosen-Skin machen. Wenn wir die Unterhosen gang. So. Geil, ich hab 40.000 gewonnen. Oh, Ralf, ich hab die Idee, weißt du, was wir machen können? Also. Wir haben jetzt beide zu viel Geld, ne? Ja. Also, wie viel hast du aktuell? 800 Millionen. Ja, sagen wir, wir haben beide zu viel Geld, so. Wie wär's, wenn wir immer sagen, wir geben uns ein Ziel, also wir dürfen uns ein Auto, also wir haben einen bestimmten Preis, okay? Also wir sagen, keine Ahnung, wir haben jetzt zum Beispiel 50.000 und von diesen 50.000 müssen wir uns dann ein Auto kaufen und das dürfen wir dann auch nach Belieben auftunen, aber wir dürfen nicht mehr als 50.000 dafür ausgeben, okay? Und dann anschließend müssen wir mit diesem Auto gegeneinander wegrennen fahren. Wie findest du das? Okay. Ich komm mal zu dir, wo bist du?
kein Eis gefahren. Mein Ort ist überall. Achso, du bist mit der Presse unterwegs. Aber wer ist der Grüne? Huch. Ja, ich komme zu dir. Ich muss so kurz ein paar Autos verkaufen. Mhm. Ich hab zu viele davon. Aber ich hab so einen Scheißwagen, ne? Soll ich dich kurz abholen? Oder wo bist du? Ich hab besseres. All Morse Mutual Operators are on call right now. Please try again later. Warum geht meine Versicherung ignoriert mich? Kostet zu viel. Wo bist du denn? Ich suche keine Werkstatt. Ich bin ziemlich in der Nähe von dir. Backstage. Bist du oben auf der Brücke? Ja. Alter, was ist denn das? Ah, nee, nicht dieses Düsenjet Bing-Auto, Alter. Ja, aber das verkaufe ich jetzt. Ja, wenn ich dich schon so schleudern sehe, dann weiß ich genau, was das für eine Karre ist. Warum verkaufst du das? Die weiß, scheiße ist. Alter, ist doch scheißegal, ob scheiße Nein, ist. Nein, das müllt nur meine Garagen voll. Dann stellt sein, wo. Du hast alle möglichen Garagen. Stellt sein, wo. Ja, nee, ich will das jetzt wegkommen. Kopfgeld. Oh. Wie kann man den Kopfgeld aufsetzen? Hallo. Wie kann man denn Kopfgeld aufsetzen? Weiß ich nicht. Frag doch mal jemand. Der kleine Larry ist hier. Hilfe. Boah, da kann ich das Fahrzeug nicht verkaufen. Nein, ich kann das Fahrzeug nicht verkaufen, Ralf. Paul hat was reingeschrieben. Demo. Ja, ich weiß. Ja. Ja, warum hat er mich das umgebracht? Wer? Ja. Oh, dieser komische Cowboy-Kick. Ja, Pilo 1, ja, das ist. Ja, wenigstens hat er das Fahrzeug kaputt gemacht. Ich weiß sowieso nicht mehr. Ich verstecke mich gerade in der Werkstätte, weil ich habe Angst vor ihm. Er will mich umbringen. Nächste Anfrage in Essen. Oh, Mann. Ich muss mein ganz wildes Auto sehen, Ralf. Warte, komm gleich. Ich hol dich ab, okay, und danach. Steht der immer noch vor der Tür? Ja, ja. Bring den mal um. Ja, ich hol grad mein Auto erstmal. Aber ich glaube, das ist nur ein Einsitzer. Ich hab den jetzt zweimal umgebracht, jetzt will der mich umbringen. Man, you mean business. Wo ist denn der? Der ist nicht mehr da, Ralf. Okay. Bin drauf. Alter, was hast denn du da für einen wilden Fahrer? Keine Ahnung, da hab ich gerade gefunden und aufgetunt, einfach so. Auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt, oder? Ja, von 9000. Deswegen frage ich da hier, was ist das jetzt hier, wer ist er? Hallo? Hast du das Kopfgeld bekommen? Ja, plus 9000. Hast jetzt gleich ein Kopfgeld für dich auf 10 Millionen. Geht das? Weiß ich nicht. Deswegen frage ich doch, wie man Kopfgeld setzt. Google doch einfach, geht ja Kopfgeld aussetzen. Warum muss ich das machen? Weil ich es nicht will. Ey, lass uns mal schauen, ob wie viel Geld man maximal in Kopfgeld aussetzen kann. Wie viel? Einfach so 10 Millionen oder so. Jetzt halt mal die Klappe. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich darum freuen, dass ihr ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Wenn ihr sehen wollt, wie viel Kopfgeld ich ihnen habe. Tschüss.